Der Motor, den ihr hier jetzt seht, ist von einer Yamaha XT600 und dieser Motor ist so ziemlich baugleich mit ganz vielen anderen Yamaha Modellen, in denen quasi auch dieser Motor drin steckt. Also XT600, TT600, SRX600, XT550 und XT600Z Teneré. Die haben alle diesen Motor drin und die Motoren sind da auch so gut wie baugleich. Unschwer rauszuhören, da waren jetzt gerade die Worte so gut wie drin, denn es gibt kleinere Unterschiede, aber die sind wirklich ganz klein. Und in meinem letzten Video habe ich euch gezeigt, in welcher Reihenfolge man einen solchen Motor zerlegen sollte. Und in diesem Video geht es jetzt darum, wie man den Motor halt und in welcher Reihenfolge man den wieder zusammensetzt. Und diesen Filmbeitrag habe ich aufgeteilt in zwei Teile, weil wenn ich das alles in einen Beitrag gepackt hätte, dann wäre das doch ein recht langer Film geworden. Und wundert euch nicht, wir haben ja bei unserem Motor nicht alle Lager gewechselt, weil der Motor, den wir hier zerlegt haben, kaum was gelaufen hatte. Das wussten wir aber vorher nicht und darum sind bei uns die meisten Lager auch noch tipptopp gewesen. Und die lassen wir natürlich auch drin. Es gibt allerdings ein Lager, das sich bei der Kontrolle immer anfühlt, als wäre es kaputt, weil es quasi ausschließlich aus Rastpunkten besteht. Das ist aber gar nicht kaputt. Das fühlt sich wirklich nur so an. Die Rede ist von diesem Lager. Und dieses Lager ist nämlich so. Rastpunkte en masse, aber das muss so. Und das funktioniert auch so. Das tut immer so, als wenn es kaputt wäre, ist es aber nicht. Also, los geht's mit der Ölansaugglocke. Da brauchen wir jetzt die neue Dichtung und die Schrauben. Und die Schrauben werden jetzt erstmal alle entfettet und dann mit Schraubensicherungsmittel vorbereitet. Dann die Bauteile einsetzen und festschrauben. Und nach dem Festschrauben kriegen diese Schrauben hier nochmal einen ganz kleinen Gruß vom Schlagschrauber. Aber wirklich nur so ein Hauch. Ganz zart. Dann setzen wir nun hier das erste Kurbelwellenlager ein. Dafür erstmal den Lagersitz gründlich reinigen und dann mit der Flamme oder mit einem Heißluftföhn ordentlich erwärmen. Den Trick kennen wahrscheinlich schon alle von euch. Eigentlich ist es ja auch kein Trick, es ist ja nur eine Verfahrensweise. Ich sag's trotzdem nochmal, Lager, egal welche Art, die man zum Beispiel in ein Motorgehäuse einbauen muss, die packt man vorher in eine Tüte, manchmal sogar noch zusammen mit der Kurbelwelle, also mit dem Bauteil, auf dem das Lager steckt, packt man zusammen in eine Tüte und tut die erstmal 2 oder 3 Stunden ins Gefrierfach vom Eisschrank. Auf diese Weise zieht sich nämlich das Metall durch die Kälte ein bisschen zusammen und wenn man dann noch mit dem Heißluftföhn oder wie wir hier mit einer Flamme den Lagersitz dann ein bisschen erhitzt, dann dehnt sich der Lagersitz halt ein bisschen aus. Und das erleichtert es einem dann erheblich, die Lager in den Lagersitz einzupassen. Achtet halt darauf, dass das Lager auch bis zum Anschlag im Lagersitz drin sitzt. Gleiches Spiel, andere Seite. Lagersitz gründlich sauber machen. Lagersitz erhitzen. Thank you.
und die gefrorene Kurbelwelle mitsamt dem gefrorenen Lager bis zum Anschlag einsetzen. Auf diese Weise ist das wirklich super easy. Jetzt kommt die Ausgleichswelle. Und die schauen wir erstmal an, ob da unten eventuell ein Grat dran ist. Die können nämlich bei manchen Modellen schon ziemlich gelitten haben. Dann kommt da ein bisschen Fett dran und dann kann auch die schon ins Lager gesteckt werden. Und bevor wir nun das Getriebe einsetzen, gibt's hier noch den Leerlaufschalter. Da schauen wir erstmal, ob sich da diese Kugel noch bewegen lässt, denn darüber stecken wir gleich die Schaltwalze. Das Getriebe und alle Getriebeteile, egal wie gut ihr die im Zustand in Erinnerung habt, jetzt noch einmal gründlich durchsehen, denn wenn ihr verschlissene oder sogar beschädigte Teile verbaut, tut ihr euch damit keinen Gefallen. Also alle Getrieberäder auf Beschädigung, also Pitting, kontrollieren, alle Schaltgabeln auf Abnutzung durchsehen und wenn ihr die Schaltgabel zerlegt habt, dann kontrolliert auch, dass ihr sie jetzt wieder richtig zusammengesetzt habt. Und das hier ist die Schaltwelle, auf die am Schluss von außen der Schalthebel aufgesetzt wird. Da sollten die Zähne noch tipptopp sein und sie sollte auch gerade sein. Und das testet ihr am besten, indem ihr die ganze Welle in einen Akkuschrauber einspannt und mal drehen lasst. Und bevor wir nun das Getriebe einsetzen, tauschen wir schnell noch von außen diese beiden Getriebeausgangswellendichtringe, die hier noch in der Motorhälfte sitzen. Das ist einmal der Wellendichtring für die Antriebswelle und einmal der Dichtring für die Schaltwelle. Und bei beiden Dichtringen müsst ihr darauf achten, dass ihr beim Aushebeln nicht die Sitze der Dichtringe beschädigt, sondern wirklich nur an der Dichtung selbst den Hebel ansetzt. Dann ein ganz kleines bisschen Fett in den Dichtungssitz. Dann die neue Dichtung einsetzen und hier nicht vergessen, das Sicherungsblech wieder anzubringen. Nun erstmal alle Sitze fetten, in die wir jetzt das Getriebe stecken wollen. Dann das Getriebe so zusammenstecken, wie es zusammengehört, und in einem Stück in die Motorhälfte stecken. Jetzt nehmen wir erstmal die einzelne Schaltgabel, stecken sie in Position, stellen sie aber erstmal noch an die Seite, so dass sie nicht in der Führung steckt. Dann nehmen wir die doppelte Schaltgabel, stecken sie auch in Position und stellen auch sie so, dass sie noch nicht in der Führung steckt. Jetzt stecken wir die Schaltwalze darüber. Und nun fädeln wir von beiden Seiten die Schaltgabeln in die Schaltwalze ein und stecken dann die Schaltgabelwellen in die Aufnahmen.
Jetzt nochmal schauen, ob alles frei läuft. Sehr gut. Und hier oben an der Welle sitzt so ein kleines Plättchen, so wie ein kleiner Teller. Der verschließt quasi die Welle an dieser Stelle, weil diese Welle von innen mit Öl versorgt wird und aus diesem kleinen Loch wird dann das Zwischenrad der Kickstarterwelle geschmiert. Dieser Teller fällt aber schon mal raus und geistert dann irgendwie im Motor rum. Also wenn ihr diesen Teller als Einzelteil im Motorinneren findet, dann klebt diesen Teller oben wieder in die Welle ein und beim Einkleben müsst ihr darauf achten, dass ihr den Teller nicht zu tief in die Welle reindrückt, weil ihr sonst eventuell das Loch in der Welle verschließt und so würde euch dann die Schmierung für die Kickstarterwelle fehlen. Dann kommen diese beiden Wellen. Hier etwas Klebeband um die Zähne gemacht und dann zuerst diese Welle eingesetzt. Und anschließend die andere Welle daneben, passend in diese Verzahnung eingefügt. Und jetzt erstmal die Motorhälften-Dichtflächen tipptopp sauber machen. Nun setzen wir zuerst die Passhülsen in die Motorhälften ein. Dann hier etwas Kupferpaste auftragen. Dann auch hier wieder alle Teile fetten, auf die wir nun die Motorhälfte aufsetzen wollen. Und das sind hier alle Wellenlaufflächen und Lagerränder. Und dieser Motor bekommt ja keine Motorhälftendichtung, daher bekommt er jetzt erstmal ganz dünn Motordichtpaste. Ich kenne Leute, die so viel Dichtpaste auf Motoren und Motorhälften und alle möglichen Motorbauteile auftragen, dass es manchmal schwierig ist, unter dieser ganzen Dichtmumpe von außen tatsächlich noch zu erkennen, was das für ein Motor gewesen ist. Aber bei der Motordichtpaste muss man wirklich aufpassen und damit wirklich ganz sparsam umgehen. Denn ihr müsst euch mal vorstellen, die Dichtpaste, die ihr auf die Dichtfläche auftragt, die macht ja, wenn man so von der Seite gucken würde, macht die ja so einen Hubbel, weil ihr tragt ja eine ganze Menge Material auf. Wenn ihr jetzt die andere Motorhälfte oder ein Motorbauteil nehmt und drauf drückt, dann drückt ihr die Dichtpaste ja auseinander und alles, was dazwischen den Dichtungen nicht gebraucht wird, das drückt dann die Dichtung nach rechts in den Motor rein und nach links aus dem Motor raus. Und diese ganze Dichtpaste, die ihr dann zu viel benutzt, die geistert dann halt im Motor rum und verstopft halt Ölsiebe oder Ölfilter. Darum achtet lieber beim Zerlegen der Bauteile darauf, dass ihr bei keinem Bauteil die Dichtflächen beschädigt. Denn je weniger die Dichtflächen beschädigt sind, desto weniger Dichtpaste braucht ihr auch. Und wenn ihr mal seht, dass ihr irgendwo wirklich zu viel aufgetragen habt, dann nehmt euch auch wirklich einen Spatel und zieht die Dichtpaste, die zu viel ist, an der Seite nochmal ab. So, jetzt können wir die Motorhälften zusammensetzen. Dann schauen wir, ob sich noch alles bewegen lässt. Und jetzt die Motorhälftenschrauben alle noch mit Kupferpaste benetzen und die Motorhälften zusammenschrauben.
Der Akkuschrauber, den benutzen wir nur, um Zeit zu sparen. Die Schraube mit der Hand reindrehen, habt ihr ja gesehen, das würde immer relativ lange dauern. Und gerade bei so Sachen wie Motordeckelschrauben oder Kupplungsdeckelschrauben oder so, da dauert das halt recht lange, weil wir ja viele Schrauben haben. Aber der Akkuschrauber ist wirklich nur dafür da, um Zeit zu sparen. So ziemlich jeder Akkuschrauber hat eine sogenannte Rutschkupplung. Die verhindert, dass man Schrauben aus Versehen zu fest anzieht. Und diese Rutschkupplung, die stellt ihr am besten auf den niedrigsten Wert ein, da wir ja die ganzen Schrauben nur vordrehen wollen und mit dem Akkuschrauber nur Zeit sparen wollen. Richtig angezogen werden die Schrauben dann danach. Und wenn ihr nun auch schon, wie wir hier, die Ölablassschraube reindreht, dann empfehle ich euch, die auch schon richtig festzuziehen. Warum, habe ich ja im Zerlegevideo erklärt. Und jetzt, wo die Motorhälften zusammen sind, quillt natürlich überall an den Zylinderdichtflächen noch Dichtmasse raus. Und die muss nun natürlich erstmal noch entfernt werden. Dann nehmen wir uns einen Sternschraubendreher und schalten das Getriebe auf diese Weise mal durch. Und wenn wir jetzt die Nebenwelle hochhalten, dann können wir auch die Kurbelwelle mal durchdrehen. Diese Schäfte, die ihr da gerade gesehen habt, an den einzelnen Wellen, diese Schäfte, die sind wirklich scharf wie Rasierklingen. Da müsst ihr total vorsichtig sein. Wenn man sich daran den Finger schneidet, und das geht schnell, dann sind diese Wunden meistens extrem tief. Weiter geht's. Nun suchen wir uns alle Teile zusammen, die wir jetzt für die nächsten Schritte brauchen. Und bevor wir das nun aufeinander aufbauen, erstmal nochmal was Wichtiges über diese Mutternsicherungsbleche. Diese Mutternsicherungsbleche, das sind ja einfach nur Metallscheiben, an denen zwei Laschen dran sind, die dann hochgebogen werden, wenn die Mutter festgedreht ist und die Mutter quasi so daran hindern, sich von alleine zu lösen. Jetzt ist es bei diesen Laschen aber so, dass sie durch das Hochbiegen einmal an den Knickkanten spröde werden. Und darum dürfen diese Laschen halt wirklich pro Lasche nur einmal benutzt werden. Es kommt aber gelegentlich vor, dass man mal einen Motor öffnet, an dem man schon sehen kann, dass Laschen schon zweimal oder teilweise dreimal benutzt worden sind. Das sieht man daran, dass die Knickkanten dann tatsächlich teilweise schon angerissen sind. Und wenn ihr von so einem Motorsicherungsblech eine Flanke, die ist relativ groß und sehr robust, wenn ihr davon eine Flanke verliert und die dann im Motor rumgeistert, dann zerreibt der Motor sich im Inneren dann im Endeffekt selbst. Also nehmt bei der Montage lieber neue Sicherungsbleche oder wenn ihr an euren Sicherungsscheiben noch Laschen habt, an denen man deutlich erkennen kann, dass sie noch nicht verwendet wurden, dann schnappt euch eine Flex und entfernt fein säuberlich die andere Lasche, die schon mal verwendet worden ist,
damit die nicht am Ende doch noch irgendwie abbricht und im Motor landet. So, nun füllen wir erstmal ordentlich alles mit Öl auf. Das ist übrigens ganz normales Motoröl. Und dann stecken wir diesen Brick in die Führungsnut der Kurbelwelle und bauen da die Zahnräder auf. Und diese beiden Zahnräder haben jeweils eine Markierung. Die müssen zueinander zeigen. Und erst dann müssen wir diese beiden Öffnungen übereinander bringen. Und dann kommt da der nächste Haltekeil rein. Und der muss ganz in der Nut verschwinden. Dann auch hier wieder alle Gewinde entfetten. Und bevor wir die Muttern ansetzen, kommt auch hier erstmal wieder Schraubensicherungsmittel auf den Gewinden zum Einsatz. Und anschließend legen wir natürlich hier jetzt überall die Mutternsicherungsbleche an. Weiter geht's mit der Ölpumpe. Ölpumpen gibt es in diesen Motoren drei verschiedene. Die sehen auch optisch alle ziemlich gleich aus, sind auch vom Modell her baugleich und passen auch alle drei in die verschiedenen Motoren. Die unterscheiden sich allerdings alle in der Ölfördermenge. Und wir werden auch bei dem Motor, den wir jetzt zusammenbauen, nicht mehr die Originalpumpe einbauen, die drin gewesen ist, sondern wir werden aus der ganzen Serie natürlich die stärkste Ölpumpe einbauen, die es für diese Motoren gibt. Also erst wieder etwas Fett. Dann kommen da erst die neuen Gummidichtringe in die unteren Nuten. Und dann füllen wir erstmal die Ölpumpe komplett mit Öl auf. Und das machen wir, damit die Ölpumpe sofort bei den ersten mechanischen Bewegungen Öl hat, Öl ansaugt und auch direkt Öl fördert.
dann setzen wir diesen Ganghebel zusammen. Und der kommt so in einem Stück mit der Feder da rein. Dann wird die Feder mit dem Schraubendreher unten eingehakt, eingerastet und festgeschraubt. Das sieht dann anschließend so aus. Das ist der Mechanismus, in dem die Schaltwalze einrastet und dann die Schaltgabeln in Position gehalten werden. Und das ganze Ensemble wird noch ergänzt durch diesen Hebel und der hat eine Markierung, die hier leider nicht so deutlich zu sehen ist, weil die farbig ist. Also diese Markierung ist an dieser Stelle. Und diese Markierung muss mit dieser Markierung übereinstimmen. Und die ist an dieser Stelle. Achtet bei allen Sicherungsclips darauf, dass sie auch wirklich in den Nuten einrasten, wenn ihr sie aufsetzt. So, weiter geht's mit der Schubstange der Kupplung. Auch davon gibt's zwei Varianten. Wir nehmen die mit der breiteren Führungsfläche. Und nun können wir schon die Kupplung zusammensetzen. Und dann haben wir auch hier wieder ein Spezialwerkzeug, um den Kupplungskorb jetzt festzuhalten.
Aber wie ich es im Zerlegevideo schon gezeigt habe, reicht es auch völlig aus, wenn ihr einfach einen alten Kupplungsbelag zwischen zwei alte Kupplungsreibscheiben nietet. Das funktioniert auch wunderbar, um den Korb zu blockieren. Und auch hier wieder sorgsam die Mutternsicherungsbleche anlegen. So, jetzt die Kupplung. Die Kupplung, die wir hier einbauen, die hat unterschiedliche Kupplungsbelege und einen Federring, der extra nochmal zusätzlich zur Kupplung eingebaut wird. Es gibt 6 Kupplungsbelagscheiben, die eine große Belagfläche haben und einen kleinen Innendurchmesser. Die sind also etwas breiter belegt. Dann gibt es einen Federring und es gibt noch 2 Kupplungsbelege, die eine kleinere Belagsfläche haben. Die sind also nicht so breit belegt und die haben einen größeren Innendurchmesser. Und die Reihenfolge ist die: Erst einölen, dann ein breiter Belag. Dann einölen, dann eine Reibscheibe. Dann wieder einölen, dann ein schmaler Belag. Und dann den Federring drüberlegen, dann wieder einölen. Dann wieder eine Reibscheibe. Dann kommen abwechselnd nur noch breite Belege und Reibscheiben. Und zum Schluss dann nochmal eine Scheibe mit einem schmalen Belag. Und die Scheibe mit dem schmalen Belag zuletzt ist wichtig, weil wir diesen Abstand brauchen, da wir sonst den Deckel nicht montieren können. Und dieser Deckel hat einen Pfeil und der muss auf diese Markierung zeigen. Und anschließend stellen wir noch den Kupplungshebel auf die neuen Kupplungsscheiben ein. Dafür lösen wir diese Mutter und können jetzt mit der inneren Schraube den Kupplungshebel einstellen. Und bei diesem Motor muss die Markierung mit dieser Markierung in einer Flucht stehen. Je nachdem, was ihr jetzt genau für einen Motor da vor der Nase habt, kann diese Markierung ein bisschen variieren. Fest steht, es gibt immer eine Markierung auf dem Kupplungshebel und es gibt immer eine Markierung am Motor. Und diese Markierungen müssen übereinstimmen. Und wenn ihr den Motor aufgemacht habt und habt ihn wieder zugemacht und habt eine neue Kupplung verbaut, dann müsst ihr diese Einstellung auch wirklich machen. Anschließend nicht vergessen, diese Kronenmutter wieder festzuziehen. Und bevor wir nun den Motordeckel aufsetzen, reinigen wir noch dieses Ventil und ersetzen hier die beiden Dichtringe. Das ist das Ölrückschlagventil. Was das genau macht, würde jetzt etwas lange dauern, das zu erklären, aber man kann es ganz einfach auseinandernehmen, sauber machen und es wieder einsetzen. Der Dichtring hier geht immer ganz easy raus, der andere wehrt sich manchmal ein bisschen.
Und auf der anderen Seite haben wir auch noch den Kickstarter Wellendichtring vergessen. Und der hat sich auch ein bisschen gewehrt. Darum mussten wir damit Hitze dran gehen. Und als wir den dann raus hatten, haben wir gesehen, dass der eine stoffschlüssige Verbindung mit dem Gehäuse eingegangen ist und deshalb so rumgezickt hat. So, nun kommt wieder überall etwas Fett dran. Also an alle Stellen, über die wir jetzt den Motordeckel stecken wollen. Dann kommen die beiden Passhülsen an die richtigen Stellen. Jetzt können wir auch schon die neue Motorhälftendichtung beidseitig einfetten. Dann die Dichtung auflegen. Dann den Deckel drauf. Nun brauchen wir den neuen Ölfiltereinsatz. Setzen dann da an dieser Stelle erstmal den neuen kleinen Dichtring ein. Dann kommt auch in den Deckel die neue Dichtung. Dann den Ölfilter einsetzen. Dann alle Schrauben mit Kupferpaste benetzen. Und alles zusammenschrauben. Und wenn ihr dann soweit seid, dann Pause machen. Genau gesagt, bis zum nächsten Video. Denn das hier, bam, ist schon das Ende von Teil 1. Wie gesagt, habe ich dieses Video in zwei Teile aufgeteilt und im zweiten Teil schließe ich quasi genau da an, wo wir hier aufgehört haben. Und es gibt auch Arbeiten, die ihr hier gesehen habt, die ich aber nicht ausführlich beschrieben habe, weil man zum Ausführen dieser Arbeiten einfach Spezialwerkzeuge braucht, die in vielen Heimwerkstätten einfach nicht zu finden sind. Oder man braucht ein bestimmtes Wissen und eine bestimmte Erfahrung, die zu beschreiben ein bisschen auch diesen Film hier gesprengt hätte. Ich rede vom Tausch des großen Kurbelwellenlagers, vom Tausch des Kurbelwellenritzels und von der neuen Zusammensetzung des Getriebes. Um das Kurbelwellenlager zu wechseln, braucht man nämlich zum Beispiel einen sehr guten, relativ kostspieligen Lagerabzieher und auf der anderen Seite braucht man auch eine Presse, um das Lager wieder zu montieren.
weil bei diesen Motoren ja, je nach Laufleistung, auch immer die Getrieberäder arg angegriffen sind, klassischerweise meistens zuerst der fünfte oder der dritte Gang, setzen wir hier vor der Montage auch noch ein gutes Getriebe zusammen. Und beim Getriebe ist es so, dass die Räder halt perfekt aufeinander abgestimmt sein müssen, denn es passt nicht jedes Ritzel in jedes Getriebe. Wie gesagt, diese Szenen zeige ich nur, dass ihr es mal gesehen habt. Wenn ihr wollt, dann mache ich eventuell vielleicht nochmal ein kleines eigenes Video nur über Getriebe. So, noch was? Nein, das war's jetzt. Das war Teil 1, der Rumpfmotor. Weiter geht's mit Teil 2, in dem wir den Zylinderkopf zusammenbauen, Kolben aufbauen, Zylinder einbauen, Steuerkette und so weiter, indem wir den Motor halt so richtig fertigstellen. Alle ergänzenden Fakten zu diesem Film und auch zur ganzen Filmreihe findet ihr wie immer unter dem Video hier in der Beschreibung. Und wenn ihr das nachmachen wollt, dann habt Geduld, lasst euch Zeit, dann klappt das auch. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ach ja, ihr habt in diesem Video ja jetzt keinen Drehmomentschlüssel gesehen. Und das liegt jetzt nicht daran, dass es keine Drehmomente gibt, die wir einhalten müssen. Es ist sogar so, dass eigentlich sehr viele Drehmomente eingehalten werden sollten. Aber das ist ja nicht der erste Motor, der hier zerlegt wird, sondern um es etwas genauer einzugrenzen, ist es wahrscheinlich sogar der tausendste Motor, der hier genau so zerlegt wird und auch genauso wieder aufgebaut wird. Und bei 1000 Motoren könnt ihr euch ungefähr vorstellen, was man dann für eine Routine hat und dass man sich auch an alle Drehmomente gewöhnt hat. Man hat dann, wie man es so schön ausdrückt, das passende Drehmoment in der Hand.